Danka hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Okay, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal. Und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag Danke, dass ich dabei bin. Jaylens Kuh muss funktionieren. Serik Besh kann uns nicht finden, wenn wir einfach untertauchen. Von dem Danka gesprochen hat. Der Vorsprung sieht nach einem guten Versteck aus. Gut, Nix. Bleiben wir außer Sicht weiter. Nicht erschrecken. Was? Was hast du hier verloren? Du erschrickst. Ich sagte, ich brauche keine Hilfe. Neue Situation. Wow, das ist nicht nur eine einfache Übergabe. Korrekt. Ich habe Nachrichten von Crimson Dawn abgefangen. Das wird nicht so leicht, wie Danka versprochen hat. Tolles Treffen, aber ihr habt schon eine Abmachung mit Danka und sie hat mich zum Abholen geschickt. Danka? Typisch Pikes! Ihr wollt uns wohl reinlegen! Wir gehen so langsam wie auf Vorsicht, denn wir fünf! Wir haben mehr Gefechten, als du dir vorstellen kannst. Sei gut vorsichtig! Die lassen nicht locker! Oh!
Okay. Hatte nicht erwartet, dass die alle uns umbringen wollen. Danke für die, Hilfe. Dein Tod hätte Jaylen wütend gemacht. Tja, dann holen wir dann Kasmuluske. Hä? Huh? Die Muschel, Kay. Durchsuche die Gleiter nach der Muschel. Etwas gefunden? Ja, nichts. Hier steht, sie haben nichts dabei. Die wollten bloß Crimson Dawn reinlegen. Danke, aber schlecht informiert. Aber die Gleiter sind toll. Jede Menge Nachrüstungen. Die Pikes haben eine Werkstatt in der Nähe. Vielleicht kommen sie von dort. Ob da auch die Muschel ist? Der Vorarbeiter ist als Schmuggler bekannt. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter der Nummer steckt. Ich gehe ihn mal besuchen. Und ich bleibe hier und kümmere mich um das hier. Sag Bescheid, wenn du die Molluske geborgen hast, dann arrangiere ich ein Treffen mit Danke. Danke. Du, bist ziemlich nützlich. Ja. Verschwinden wir hier! Wo war ich? Die Werkstatt der Pikes. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Wie ein Schatten, okay? Passiert einfach gar nichts. Schauen wir mal. ND5? Ich bin in der Werkstatt. Irgendein Tipp, wo ich anfangen soll? Wenn der Vorarbeiter dahinter steckt. Vielleicht in seinem Büro? Darauf hätte ich wohl auch selbst kommen können.
Lenk sie ab, Nix. Gehört das irgendwem? Da ist sie! Ist jemand in der Nähe? Was siehst du? Ich habe mal was mit einem Typen durchgezogen, bei dem ich nichts verstanden habe. Der Blaster hat dann deutlich genug gesprochen. Das Leben ist zu... Drück das Knöpfchen, Nix. Dann probieren wir es damit. Das ging nicht so gut wie hinaus. Alles klar, Nix. Unser Geld. Und jetzt pass auf. Wir überrumpeln also ein paar Söldner und auf einmal wechseln drei von denen auf unsere Seite. Loyalität war kein Problem. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe gehört, der Gouverneur des Korak ist da. Das nenne ich mal Macht. Whoa. Andy 5, ich hab das Paket. Wo bist du? Ich warte in Yountas Hoffnung auf dich. Wurdest du gesehen? Ist doch egal. Hauptsache, ich hab es. Wie beruhigend.
Zeit zu verschwinden, Nix. Erwartet. Was? Warst du besorgt? Nein. Okay. No, but you're dry. Was? Sei vorsichtig. Danke ist Vermittlerin, keine Freundin. Man kann ihr nicht vertrauen. Wem kann man das schon? Wir sehen uns auf dem Schiff. Runde 2 sieht immer noch gut aus. Kavis. Schon zurück? Ich sag ja, sie ist noch neu, aber gut. Wer ist das? Nur eine Freundin. Setz dich. Der Job war unerwartet kompliziert, danke. Du lebst. Das ist kein Spielzeug. Das ist eine Investition. Halt! Du bist neu. Ich kenne nicht viele wie sie. Diebstahl von Schmuggelware, Arbeit mit Syndikaten. Du könntest eine Gefahr fürs Imperium sein. Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Danke. Aber ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Du zahlst den Preis, wie alle anderen auch. Hey, Kleine, bleib mal schön ruhig. Du kommst hier nicht lebend weg. Mag sein. Mir hat das auch nicht gefallen. Deshalb habe ich mir eine der Perlen geschnappt. Hey, meine Freundin da drin hat mit ihren Kontakten gesprochen. Du solltest schnell abhauen. Wow, wie unerwartet. Komm zu Makar. Tut mir leid, wo waren wir? Komm zu Makar, wenn du nicht mehr gesucht wirst. Diese imperiale Durchsage meint nicht zufällig dich, oder? Kann sein. Ich sag ja, du kannst dir nicht trauen. Hallo in die 5. Hey. Okay, Zeit, um abzuhauen.
Hey, hast du Wacker kürzlich gesehen? Ah, Kay, da bist du ja. Ja, worum geht's denn? Keine Sorge, ich bin nicht sauer. Ich bin beeindruckt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du hast eine Perle genommen, Kleine. Ich mag dich, also habe ich einen kostenlosen Tipp für dich. Diese Perle bedeutet Einfluss. Das Klügste wäre, sie den Ashiga zu geben oder Crimson Dawn. Beide wollen sie. Ich kann die Sache für dich regeln und sogar sagen, dass sie von dir kommt. Aber mach so etwas nie wieder. Du versprichst, sie Crimson Dawn zu geben? Sicher, Kleine. Ich halte mein Wort. Meistens. Bis demnächst, Kay. Du weißt, wo du mich findest.